Oh mein Gott. Aber sie ist blau. Du dreckiger Hund. Sie leuchtet. Licht angegangen? 2 von 10 Punkten sind gesichert. Das in gewisser das Weise ist schon. Quasi ein Hotel. Ich find's ätzend. Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen mittelgroßen Test heute. Mit unseren Spielefreunden Olli und vor allen Dingen Domo am Start. Ja, nichts zu essen. Vertretung für Paul. Und heute mal nichts zu essen tatsächlich, denn ich war einmal mehr shopping. Ganz simpel auf Amazon und ich habe mir Konsolen gekauft. Alle versprechen unfassbare Gaming-Erlebnisse. Die werben auf ihren Bildern mit fotorealistischen Grafiken, zum Teil von PlayStation 5-Spielen und solche Geschichten. Ich bin gespannt, was uns zu einem Höchstwert von roundabout 100 Euro da erwartet. Wenn wir heute einmal hochrealistische Grafiken sehen, dann wäre ich schon sehr überrascht. Ich bin gespannt, ob es wenigstens ein geiles Retro-Erlebnis wird oder ob es wirklich nur der frecheste Schrott ist. Aber Freunde, ich hab Bock und wir fangen an. Ihr kennt ja die Wii. Ja, natürlich. Ihrer Bewegungssteuerung und dem wirklich revolutionäre Konsole. Wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Es gibt natürlich auch ein Wii-Rip-Off. Aber ich war optisch etwas überrascht. Oder? Okay. Ich hätte es mir größer vorgestellt. Oh boy. Interactive Game Console. Ich habe es mir größer vorgestellt. Okay. Sei bereit, fang es. Ja. Was? Was? Das wiegt nicht. Ich glaube, das ist leer. Okay. Ja, das ist safe and pie. Ziemlich sicher. Ich habe ein HDMI, ein USB, einen SD-Kartenleser und. Aber guck mal, die haben. Müssen wir uns jetzt über die Art noch, von wir brauchen noch Controller Batterien. Unterhalten? Wir brauchen tatsächlich auch noch Batterien dafür. Oh nee. Ja, hol ich. Als wenn ein PlayStation-Controller mit einer Wiimote ein Kind hatte, ein uneheliches, absolut. Oder? Absolut. Boah, das D-Pad. Oh Gott. Oh, schlimm? Oh, ich krieg Krämpfe. Oh, ist das hart. Ja. Härter als der NES-Controller früher. Absolut. Game-Console, schimpft sie sich? Steht nicht von selbst. Wir haben alles angeschlossen. Ah, die sind an. Und fragen uns gerade, wie man irgendwas anschaltet bei den Dingen. Das ist, glaube ich, ein kleiner schwarzer Hebel, oder? Das Kabel ist so. Oh, Lowering. Da ist auf jeden Fall was. Oh. Warte, Motion Sport Games. Haben wir Ton? Unsere anfängliche Skepsis hat sich so ein bisschen mehr in Gewissheit verwandelt, dass die Interactive Game Console keinen Sound hat. Also jedenfalls gibt sie keinen Sound bei uns aus. Okay, ich habe auf jeden Fall, guck mal, ich mache nichts mehr. Ich habe nur gedrückt gehalten lange. Und offensichtlich kommt sie einfach nicht hinterher mit dem Input. Bowling oder... Ja, Bowling. Bowling ist der Klassiker. Ja, aber auch Super Fighters. Geil, ich bin Luis. Alter, das ist doch Hide the Pain Herald, Bruder. Das ist Hide the Pain Herald. Okay, was mache ich jetzt? Ja, keine Ahnung. Schon mal nix. Es passiert halt nichts im Spiel. Das kann ja gar nicht funktionieren. Da ist kein Motion Sensor drin in dem Ding, wette ich mit dir. Aber wie was? Was hast du gedrückt? Nach unten. Was? Was? Schüttel. Stopp. Wow, was? No way. Was haben wir gerade gesehen? Was ist das? Das ist schlimmer als ein Browser-Game. Aber guck mal. Die Bewegung ist nicht die du machst, oder? Nee, gar nicht. Ach so. Du musst... Ach, das ist linke und rechte Hand. Beide. Ach so. Oh, jetzt geht's ab. Er blutet. Töte ihn. Ich find's ätzend. Sie heißt übrigens so. Erbserodonf. Hat 69,99 gekostet. 69,99 für den Schrott. Freunde, machen wir die ganz kurz und schmerzlos. Wie viele Punkte von 1 bis 10 gebt ihr der Interactive Game Console? Das ist eine Null-Punkte-Konsole für mich. Null Punkte? Ja, kann ich Ihnen nicht. Das taugt für gar nichts. Ich würde der 3 von 10 geben. 3 von 10. 3,5. Sind eure Ansprüche so niedrig, ja? Ja. Ich glaube, ich muss eure Standards erstmal droppen. Weil das hier wird exklusiv als Kinderkonsole. Ja, ganz kurz darüber unterhalten. Ich habe den Controller einfach nur auf dem Boden gleiten lassen und er ist direkt auseinandergefallen. Ja, ist auseinandergefallen. We are responsible for every product. If you are not satisfied, please contact us to resolve or refund. Oh mein Gott. Aber sie ist blau. Aber es ist eine Handheld-Konsole tatsächlich, ne? Ist eine Handheld? Ja, man, das hin. Seht ihr den Bildschirm? Er zerkratzt auch wie Sau, oder? Zerkratzt. Hä? Aber ich will euch mal sagen, ich habe auf jeden Fall das hübschere Modell bekommen und meine hat noch eine Folie drauf. Ja, stimmt. Aber es ist die gleiche Konsole? Muss es doch safe gedruckt. Nicht gut. Riecht nicht gut. Nee. Hier ist ein Akku. Da.
habe ich noch nie gesehen. Okay, okay. Also okay. Da ist ein Akku drin. Okay. Domo hatte auch eine gute Folie drauf. Da ist ein Akku drin, aber auch Space für drei A-Batterien. Ja, ist gar nicht zerkratzt. Ah. Der ist jetzt auch. Aber guck mal, da ist ein Akku drin. Hä? Ach, ich auch. Ja, look at it. Hier, guck mal. Zweimal du hast dieselben. Das, ja, okay, du hast. Aber nee, warte mal. Auf jeden Fall. Nee. Ich habe die Option für Batterien. Du nicht. Ja, das ist wild. Das ist ein krasser Fiebertraum. Also ich habe X-Racer 3, Bowling, es sind dieselben Spiele. Warte, ich starte mal Bowling. Ist das dasselbe Bowling? Press A-Button. A ist hier unten. Alleine dafür gehört ihr bestraft. Auf meiner sind sie nicht, auf meiner sind sie nicht. Es ist dasselbe gemarkt. Bowling, Digga. Es ist dasselbe Bowling-Spiel. Es ist dasselbe Bowling-Spiel. Aber es ist wirklich dasselbe Bowling-Spiel. Hold on, B and release. Hä, hey, aber da sind noch so 13 in 1, 85 in 1. Oh! Oh. Wo ist meine Strike-Animation? Ich krieg keine Strike-Animation, oder was? Digga, ich hab keine... Oh nein. Ich kann genau treten und schlagen. Das sind die zwei Optionen, die ich in dem Game habe. Alter. Ich kann auch kannst nicht du überhaupt richtig auf den Bildschirm gucken oder geht es nur mir gerade so, dass ich den Bildschirm kaum sehe von hier oben? Der ist ultra ätzend. Ja, ja, Ollis ist genauso scheiße. Hier ist Farbe und hier einfach ja, gar sobald, nicht mehr. Sobald sich das irgendwie im Winkel verändert, ist alles kaputt. Ihr müsstet das selbst spielen können, um zu begreifen, wie scheiße das ist. Also, Freunde, was ich euch auf jeden Fall darüber sagen kann, ist, die Olli in der Hand hat, 31 Euro. 31? Was viel zu teuer ist. Dafür okay. Kriegst du einen Gameboy. Die blaue, 36. 36, okay. Dann würde ich eher die nehmen, aber nicht mal die würde ich nehmen. Aber wow. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Digga, die gehen gar nicht. Die sind absoluter... Naja, die haben einen Akku drin, das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss sagen, ich muss denen zugute halten. Die machen das Gleiche, was die Wii-Konsole macht, haben die gleichen Spiele drauf. Man kann das laden, das hat einen Akku drin. Und ich bin mir nicht... Nee, das ist Lautstärke-Ding. Kopfhöreranschluss. Das ist zumindest, wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, ansatzweise enjoyable für eine Stunde. Deswegen kriegt es von mir 1 von 10. Und die, für die Mucke. Ich gebe wieder tatsächlich... Schön. Ich gebe wieder 3,5. Weil ich das auch ein bisschen aus Kindersicht sehe. Und ich glaube, wenn du jünger bist als 8... Dann kannst du das genießen. Dann geht das klar für eine halbe Stunde. Weiß ich nicht. Ich würde... Ja, nee, 1,5 von 10. Also bei der blauen jetzt. Das ist halt alles bei der würde ich sagen, einfach weil sie noch ein bisschen größer ist, ein bisschen, wenigstens haben sie sich Mühe gegeben, auch die Sachen zu belabeln. Die hat kein Motion, aber die hat dafür ein Display. Ja. Das ist dieselbe wie die andere, nur mit Display. Ja. All of our efforts are dedicated to leaving you and your kids an unforgettable stay. Das, in gewisser das Weise ist schon. Quasi ein Hotel. Unforgettable für mich übrigens auch, Freunde. Die, PlayStation Vita oder auch die PSP. Oh ja. Und hier haben wir, glaube ich, so Worst of Both Worlds. Okay. Denn, hier haben wir die Videogames. Oha. Kopfhörer. Oh, ein Cinch-Kabel. Ja, das ist nicht gut. Ja, da weißt du direkt Bescheid. Oh, USB. USB. Und schaut sie euch an. Oh, sie glänzt aber schön. Was steht da drauf? MP5? Aber sie erinnert wirklich stark an die Also das ist die PSP. Das ist die Vita. Das ist die Vita, oder genau. Oder die Vita, ja, genau. Oh, sie ist schwerer, als ich dachte. Ja. Und hier steht auch nochmal Portable Multimedia Player. Vierfach Digital Video Camera steht hier. Man könnte das jetzt irgendwie anschließen. Auto-Optiker, aber ich glaube, so, ist da eine Kamera irgendwo eingebaut? Sie leuchtet. Licht sie angegangen? 2 von 10 Punkten sind gesichert. Tekken! Was? Das ist nicht das Tekken. Touch? Das ist nicht Tekken, oder? Nee, es hat kein Touch. Hier sind safe ganz viele... geschützte Spiele drauf. Das ist das Super Nintendo-Spiel, Dragon Ball. Press Start. Aber farbtechnisch, also man kann es von hier sogar sehen. Aber es ist chinesisch. Ja, ist japanisch. Oh, es ist so unresponsiv, es kommt eine Sekunde später. Ob du im Setting umstellen. Seht ihr das? Ja, ob du umstellen kannst. Tekken, komm. Tekken 3. Tekken 3? Als ob, Digga. Okay, aber sie hebt sich schon jetzt zum Verhältnis zu den vorherigen ab, ne? Ja, 10. Oh. Ups, Format scheinbar, External Memory? Was ist denn External Memory? Deine Erinnerung. Ja, wir versuchen jetzt ein Video mit der Kamera aufzunehmen und Ozo. Wenn das klappt, spielen wir euch das ein. Dann muss das ja auf der SD-Karte irgendwie aufnehmen. Da ist ein Film drauf. Was? Ja, tatsächlich. Das ist doch ein Animationsfilm. Das ist ein... Bei Videos ist ein Film drauf. What the fuck? Das ist highly illegal, ne? Das überreichen wir natürlich der Polizei. Absolut, also...
Keine Frage. Wenn da ein Ordner dabei ist mit Atomraketencodes USA. Oh, dann. Ganz schnell weg. Was hat die gekostet? Ja, schätz mal. Du schätzt 80 Stacken. 80 Stacken für das Ding. Ja, ich finde die Schätzung gut. Ich mache 90 draus. Ja, es sind 59,90. 59,90? Dieses charmante Retro-Klaugerät. Also, die kriegt von mir für den Preis, das ist deutlich besser als die anderen Konsolen. Die Spiele waren halt Schmutz. Ja. Hier hast du wenigstens richtige Spiele, die eigentlich gar nicht drauf sein dürften. Auf eigentlich keiner müsste das Minuspunkte Konsolen dafür kriegen. Ja, aber auf keiner dieser Konsolen dürfte das drauf sein. Ich sag mal, das ist für mich eine 3 von 10. Ist besser als der andere Scheiß da. Ich bin ehrlich, ich gebe 5 Punkte. Ja, 2 Punkte, weil es ist oben beleuchtet. Okay. 2 Punkte okay für den hast Display und 1. Ich muss 6 geben. 6? Nein, ich gebe 5 Punkte. Oh. Aber auch, weil sie oben leuchtet. Da macht gar nichts. Ist okay, wir testen die nächste Konsole, Freunde. Was soll's? Wir haben's ja. Bye-bye. Hast du auch gerade das Bye-bye gesehen? Das Bye-bye ist fantastisch. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Bye-bye steht halt nur für eine Mikrosekunde. Steht also. Nochmal kurz für die Kamera. Da. Bye-bye. Bye-bye. Bevor wir die Großen nochmal anpacken, kommen wir zu was, ich glaube, was Cooles. Oh, pass auf, pass sieht auf. Aber schon besser aus. Ja, der hat vor allen Dingen hat auf jeden Fall Stil beim Verpacken. Er hat auch krass Gewicht, werde ich euch mal sagen. Ja, das ist immer gut. Oh, das ist einfach quasi, das machen ganz viele Leute, dass sie sich einen Gameboy nehmen und den halt selber einen neuen Bildschirm einbauen. Ja, aber das ist nie ein originaler Gameboy gewesen. Es ist gemacht auf originaler Gameboy. Also HD. Er hat einen HDMI, ja. Aber so einen kleinen, ne? Mini. Ah, das ist das Format, was man hat. Er hat R-Tasten. Okay, cool. Okay, das sieht wieder nach ganz schlimmster Rom-Scheiße aus. Game Rooms. Diese Knöpfe hinten dran. Ich meine, ist halt ein bisschen mal was anderes. Die Auflösung. Der Sound klingt gut. PlayStation Games? PlayStation Games. Leute, jetzt bin ich hooked. PS1. Wir haben Vertical Arcade. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir haben Neo Geo. Wir haben SMS. SMS Game? Ja. Digga, PlayStation 1. Mach mal rein, hau mal rein, PlayStation. Symphony of the Nights. Sweet, bestes Spiel, Digga. Schon direkt gewonnen. Resident Evil 3. Nemesis. Start mal bitte, das möchte ich gerne sehen. Dino Crisis 2, oh mein Gott. Also ich weiß, was Flo auf jeden Fall behält. Das ist wirklich, also das Display ist fantastisch. Das ist auch ein OLED-Display. Ja, aus jeder Seite richtig gut zu sehen. Die Knöpfe haben sich auch gut angehört. Gegen OLED-Display. Also come on, das ist halt schon ein bisschen cool. Auf so einem kleinen Portable-Gerät, alles drauf. Wie unwirklich das aussieht, Alter. Ich gehe ein. Es sieht aus wie reingetrackt. Also. Oh Gott, guck doch bitte. Läuft doch recht flüssig, ne? Es ist absolut flüssig. Mit der Sprache muss man halt wirklich gucken. Es ist wirklich, also top. Für mich ist diese Konsole, ich muss es ganz ehrlich sagen, du hast so viele Klassiker hier drin. Gut, du hast keinen Analogstick. Das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen PlayStation-Game ein bisschen ätzend sein, weil du nur ein Steuerkreuz hast. Aber so Ersteindruck ist für mich eine 9 von 10. Es ist, wenn ich die Sprache umstellen kann, ist es eine 10 von 10 für mich. Alter, das Display ist der Shit, der Sound ist super, das Design ist mega. Das führt alles ad absurdum, was ich mir als Kind erträumt habe. Flo, ich denke, wir verpacken das auch wieder ordentlich. Du willst es ja wahrscheinlich mit in den Urlaub nehmen. Wir haben Flo an Dino Crisis 2 verloren. Ja, absolut. Es ist wirklich wie früher. Als wenn eine Mutti ihrem Sohnemann sagt, jetzt mach doch mal das Ding aus. 3 Konsolen haben wir noch vor uns, Freunde. Wir schauen mal in unseren Karton, was uns noch so Schönes erwartet. Oh, was ist das? Oh, wow, die Box allein schon. Die Wireless Controller Gamepad. Hä, was? G-Wireless irgendwas. Das hier ist die Konsole. Das ist die Konsole. Das ist die Konsole. Das ist die Konsole? Das. GameStick Lite. Was hast du jetzt noch? Muss man den... Was Nein. ist das denn? Okay, also wer weiß, an was das erinnern soll, der schreibt es gerne mal in die Kommentare. Okay, vom Drücken, I'm sorry. Gut, hier hinten, der hier ist, der ist Quatsch. Der ist Quatsch hier. Aber vom Druck, das Gewicht ist schlecht, ne? Aber sonst fühlt sich das gar nicht so schlecht an. Das ist Logitech Billo Controller PlayStation. Ja, jetzt haben wir nur das Problem, wir haben ein HDMI-Kabel hier rangelegt, aber das bringt uns gar nichts, weil wir müssen das direkt ans Gerät. Fertig installiert. Wow. Wahnsinn. Ey, wenn du da einmal in einem Spiel kurz mal ein bisschen so deinen Moment hast und du haust irgendwo gegen, dann hat sich das erledigt. Ne? GameStick Lite 4K. Seite 1 von 2031. Oh, guck mal, da oben kannst du download. Du das oder ich? ZIP-Dateien. Der Input-Lag, ne? Das Film, falls du einen Stromschlag kriegst. Du stirbst, Olli. Olli, wir nehmen das mit für die Wissenschaft. Olli, take one for the team. Nix passiert. Oh. Jetzt seht wieder OBS. Ich weiß nicht, wie normal das ist, was da gerade passiert. Wow. Oh oh. Was ist da? Da ist Bild wieder normal. Aber das Knacken ist immer noch da. Das Knacken ist immer noch da.
Ihr wild. Wir haben mal ganz kurz umgestöpselt, weil seitdem wir das an unserer Anlage hinten dran hatten, knackt alles bei uns hier im Sound. Ist ganz seltsam. Ich habe das jetzt mal direkt an den Fernseher angeschlossen. Okay, wir spielen jetzt Tekken, ja? Warte mal, wir haben. Doch. Oh Gott. Oh, aber ganz furchtbar schlecht. Also irgendwas ist mit dem Sound generell mit dem Ding. Was ist das denn? Hört ihr das? Was ist das denn? Ich gehe jetzt nach Hause, wenn du nicht sofort einen anderen Charakter auswählst. Du dreckiger Hund. Mach du 140% Leben. Du für ein Wasser. Du verstößt gegen den einzigen Grundsatz, auf den sich die Menschheit einigt. Digga, drück doch was der Schaden bringt. Der Endspiel ist ein Hurensohn. Digga, es ist viel zu langsam. Lol. Wie langsam das ist. Wow, es ist alles. Das ist auch die Mucke. Ja, deswegen ist es langsam. Er kommt mit dem Emulieren nicht hinterher. Wow. Okay, es ist quasi unspielbar. Es ist absolut unspielbar. Das macht den Eddie-Vorteil auch komplett kaputt, ne? Fehlen die Worte irgendwie. Ey, guck das mal bitte den so Versatz. Und das im Menü. Das ist bei jedem Spiel auch so. Das ist eine halbe Sekunde. Fazit dieser Konsole? Oh. Zu wild. Also, was schon mal crazy erstaunlich ist, ist, wie heiß sie geworden ist. Wow, sie hat schon gerade ein bisschen in meiner Hand abgekühlt, tatsächlich. Und wir haben nicht lange gespielt. Wir haben nicht lange gespielt, zwei, drei Spiele. Das Problem mit dieser Konsole ist halt. Von Rennen irgendwann weg. Also, wenn man es Konsole nennen kann. Das Problem mit dem GameStick ist halt einfach, dass er einfach super heiß wird und auch. Nee, er ist einfach Dreck. Keine Leistung bringt halt, ne? Der Konsole kann ich nichts spielen von dem, was ich spielen wollte. Sie hält weniger als der Wii-Rip-Off-Scheiß da verspricht. Das stimmt. Nee, wobei, ey, der Wii-Rip-Off, to be honest, das war schon Browser-Game, scheiße aus der Hölle. Ja. Hier hast du wenigstens ordentliche Spiele, das muss man sagen. Die Controller sind furchtbar, aber die Spiele laufen nicht flüssig, die mich interessieren. Ja, ich sag, das Ding, 29,90. Nee, wobei, mit den Controllern ist Quatsch, was ich sage. 45,99. Och, stark. Okay. Selbst wenn man jetzt sagen würde, ich will mit meinen Kumpels jetzt einfach mal gerade nur so ein bisschen Classic Games zocken und will nicht viel Aufriss haben, gib mir zwei Controller, ich pack das in HDMI rein, kann das im Urlaub mitnehmen. Okay, aber die Emulationsleistung ist halt beschissen. Also das nimmt die Hälfte der Punkte. Ich hätte dir jetzt sonst eine 5 oder eine 6 von 10 gegeben für die Idee. Würde aber die Hälfte der Punkte direkt wieder abziehen, weil ich sagen muss, wenn die Performance halt kacke ist, dann kann man keinen Spaß haben beim Spielen. Für mich kriegt die einen Punkt, weil sie das nicht packt, was mich interessiert hat. Ja, PlayStation, ne? Das lief echt nicht gut. Und 4K Ultra HD ist da gar nichts. Und die Controller sind eine Beleidigung. Ich bin bei 0. Okay, pass auf, Friends. Ich habe noch eine relativ interessante 90-Euro-Konsole und eine ultra interessante, weil ich glaube, ein ganz weirder Selbstbau, 140-Euro-Konsole. Ich würde sagen, wir fangen mit der 90 Euro an. Ja, wir steigern uns mal zum Ende rein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Oh, wait, das sieht aus wie eine Switch. Ist noch ein Kabel drin. Oh, die sieht wertiger aus. Zeig dir mal kurz in der Cam. Mix aus einem Steam Deck und einer Switch. So, sieht aber ganz hübsch aus, muss ich erst mal sagen. Oh nein! Ist alles chinesisch? Oh, nein. Nein, noch schlimmer. Ist so ähnlich ist wie bei das, der was eben. Wir gerade gesehen haben. Es ist dasselbe System, okay. Bildschirmqualität ist viel besser. Ja, ist aber nicht so gut, ist lange nicht auf diesem Gameboy-Niveau, was wir hatten. Lange nicht. Nein, lange nicht. Also wenn ich von der Seite gucke. Fernseher logischerweise, da ist Diablo drauf, da ist Final Fantasy 7 Disc 1. Was? Final Fantasy 7 Disc 1? Steht hier. Was hast du jetzt an? Bloody Roar. Kennst du das noch? Ja, ist lange her. Oh ja, doch, also das ist absolut aber flüssig. Flüssig. Und ein schön großer Bildschirm, muss man sagen, ne? Ja. Wow. Sieht nach 60 Bilder pro Sekunde aus. Ja, das ist die erste Konsole, die wirklich 60 haben könnte. Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, die PlayStation hat keine 60 gemacht. Wobei, naja, doch, wobei 50, 60 Hertz haben die gemacht. Aber darf ich nicht mal sagen, dass das Steuerkreuz ist Dreck aus der Hölle. Dieses Quietschen, Digga, das ist halt nicht okay. Wo kommt denn das her? Das ist der Lüfter, der hat eine Macke. Hat's nicht besser gemacht. Schlimmer geworden, glaube ich. Wenn man's biegt, geht's. Guck mal, ich muss ihn nur so bänden. Das hat man auf der Kamera gesehen von dem Display. Oh, es ist jetzt auch leicht verbogen. Drück mal hier auf Power. Eventuell hast du sie gerade kaputt gemacht. Okay. Ah, sie ist aus. Alter. Wow, okay, sie ist aus. Sie ist neu gestartet und geht. Ah, okay, sie geht wieder.
Sweet. Easy, also, oh, krass, die fühlt sich krass nach Plastikbombe an. Du kannst jetzt halt, also sieht sie besser aus, als sie ist. Wenn man neben jemandem sitzt, kannst du kaum zugucken. Aber trotzdem, kriegt, die Größe ist toll. Genau, es kriegt Rom. Größe und Style, Punkt, also 2 hat es auf jeden Fall. Ja, aber es ist nicht wertig. Es ist halt leider, es ist halt leider so wirklich viel performanter als der Stick. Ist es? Vielleicht ist die Hardware gut und nur das Exterieur beschissen. Das kann ja durchaus sein. Es kommt, der Preis würde noch, der würde jetzt darüber entscheiden, ob es 4 von 10 oder 3 von 10 ist. 87 Euro noch was. Also 88 Euro knapp. 88 Euro? Ja, also es ist, da würde ich mir 3,5. lieber, was hat der Gameboy gekostet? Auch 80. Ja, kauf den halt. Ja. Kauf den halt. Ganz ehrlich, der ist kleiner, portabler. Oh, das hat so viel. Der Lautsprecher hat so fiese Höhen. Warte mal, ist das ein Privatfoto? Zeig mal bitte. War das ein Stockfoto? Das eine war ein Stockfoto. Zeig mal bitte in der Kamera. Das hier ist ein Stockfoto, wo einfach auch noch das Watermark drauf ist. Das ist Kunst und das ist der Pool von irgendjemandem. Das ist der Pool von dem, der sich mit der Kohle von der Konsole ein schönes Haus gekauft hat. Ja. Trotz alledem kriegt die von mir 5 Punkte. Nee, 4,5, weil Dino Crisis ist nicht drauf. Okay. Dino Crisis drauf. Aber ich könnte Final Fantasy 7 einfach nochmal spielen für 60 Stunden. Es ist übrigens, er hat hier unten noch 2 Anschlüsse für Controller. Sind jeweils ein Controller-Symbol und unten sind so USB-Dinger dafür. Also man kann Controller anschließen und die auch irgendwo hinstellen. Deswegen ist der Bildschirm so groß. Aber so schlecht wie das Display ist, wird das nicht gut funktionieren. Na, dann schauen wir uns mal die Konsole an. Und da hast du gesagt, hast du noch einen Schmanker, ne? Ja, ich weiß nicht, Digga. Das Ding ist... Was würdet ihr hier geben? Also, ich habe ja gesagt, ich würde auf jeden Fall das Gameboy-Ding kaufen, statt dem hier. Ja, würde ich auch. 3,5. Ich gebe 5. 4 von 10. Also, die Performance war gut. So, jetzt wird's wild. Das ja, immerhin. So, Freunde. Set up ready für Classic Retro Game Console. Oha, okay, das ist schon ein bisschen größer. Kannst du mal ganz kurz bitte das Logo zeigen? Das ist ja, was ist denn da los? Das ist Perks Mert. Was ist das denn, Classic Alter? Retro Game Console. XXXXX Perks Mert. Was ist das denn? Ja, wie gesagt, Perks Mert. Ist übrigens von Shen Chen Chi Wu Feng Ke Ji Yu Xian Go Shi. Habe ich mir nicht ausgedacht, steht da wirklich? Ich sag mal so, 140 Tacken. Was kriege ich dafür? Dafür kriege ich... Oh, ja. So, jetzt kommt's. Was zum... Oh, das ist ein, warte mal, Arduino oder Raspberry Pi und ein Custom Case? Interesting. Fand ich geil. Wenn die Performance stimmt, fand ich geil. Das ist quasi ein kleiner Minicomputer. Ja, aber geiles Acryl-Case. Acryl-Case, ja. Finde ich geil. Mit Lüfter drauf und so. Fernbedienung ist dabei. Wir machen das mit der anderen direkt an Fernseher, damit wir jetzt nicht weitere Technik bei uns alles hier stinkt. Freien. Ja, das stimmt. Oh! Aus. RGB! Leuchtet. 3 von 10. RGB! Sie leuchtet! Und zwar richtig hübsch. Also bin ich jetzt schon mal positiv überrascht von. Emulationsstation. CPC. Okay. Atari. Oh, wow, der lädt richtig viel rein. Wow. NEC, Super Graphics, Turbo Graphics, Nintendo, alles, was man sich vorstellen kann. Hex sogar. Sega Mega Drive Naomi war dabei. PlayStation habe ich gesehen. Utzebox auf jeden Fall auch am Start. Oh. Ist aber hübsch. Ja, Controller an. 1232 Games schon mal drauf. Super Graphics, nice. Super Graphics. Dream. Oh, was? Oh mein Gott! Mortal Kombat Gold, cool. Ich muss ganz kurz. Soul Calibur, nice. Ja. Oh, Sword of the Berserk, God's Rage ist drauf. Mega geil! Es ist kein Fantasy Star Online dabei. Konnte direkt. Was? Twin USB? Oh, wow. Es ist. Flüssig. Erstmal flüssig, nicht schlecht, ne? Aussieht. Okay, das war schon mal schlimm. Ich hab Angst, weil das, glaube ich, 3D-emulierte gar nicht hinhaut. Ja, guck mal. Ja. Irgendwas 3D-emuliert, das haut er gar nicht hin. Aber da können wir von absehen. Läuft aber flüssig im Vordergrund. Sehr flüssig, kein Input-Lag. Mega gut. Nein! Du Arschloch! Da wollte er den Super-Move machen. Oh, wir haben gequittet. Es gibt irgendeine Taste, die quitten kann. Ja, ich habe sie nicht gedrückt. Ich weiß nicht, wir haben alles gedrückt. Okay, komm. Aber wir gucken mal weiter. Ich habe alles gedrückt. Oh, ich habe gestartet. Fighters Destiny ist drauf. Das wollte ich nämlich gucken. Bestes Kampfspiel aller Zeiten war Fighters Destiny. Das war so gut. Wow, okay, die Auflösung ist aber ziemlich beschissen. Oh Gott, die Auflösung ist ganz schlimm. Da ist auch nichts skaliert worden. Das ist einfach nur... Oh Gott, ist die Auflösung schlimm. Wow. Uff. Das nicht... Was zum... Hä? Musst du mit beiden Controllern spielen? Drück doch mal. Geil.
Ich weiß nicht, wie ich laufe. Das ist wahrscheinlich je nachdem, was du für Controller dran hast. Und der wird jetzt hier gemappt sein im Spiel auf halt das. Ich glaube, du hast nämlich dich bewegt mit den, mit diesen C-Tasten, die du nochmal auf dem N64-Controller hattest. Die werden hier drauf nicht gemappt sein, weißt du? Ja gut, schade. Schade. Na gut, wir gucken mal ein anderes Spiel rein. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das an sich Megaspiel war. Funktioniert. Geil. Neversoft. Ey, damals als Spielentwicklung noch Rockstar-Leben war, ne? Ja. Digga, ich hab so Bock schon jetzt wieder. Ja, Leute, woran erkennt ihr, dass Olli Bock hat? Machst du Kate? Kein Skate, nur Kate. Die Sache ist halt... Oh, shit. Butz! Okay, aber ich muss trotzdem nochmal checken, wie der Grind ist. Warte mal kurz, das geht ja auch theoretisch. Ja. Dreieck oben, oder? Ja. Boah, wie ist der Input-Lag? Gibt's einen, oder? Der Input-Lag vom Controller ist deutlich spürbar. Stark. Aber ist okay, also kann man auf jeden Fall spielen. Also selbst mit dem Controller, selbst auf dem Gerät. Und wenn ich per USB besseren Controller rankriege, easy. Was willst du sagen? Außer tolle Konsole. Ja, wenn wir da rangehen, ich irgendwie mit diesem Selbstbaustil, die die hat und so, ist schon alles. Das ist alles halt nicht legal. Ne? Also braucht man nicht drüber reden, was da drauf ist. Aber das ist ja nur der Inhalt der Speicherkarte. Wir tun mal so, als wäre die gar nicht dabei gewesen. Ist schon crazy, muss ich sagen. Die erste, die sämtliche Plattformen sauber emulieren konnte. Ja, sauber. Also man müsste bei der Dreamcast nochmal reingucken, da gab es ja schon ein paar Probleme. Aber das liegt wahrscheinlich am ROM. Bin ich ehrlich, Optik ist super. Optik 1A, ja. Fällt mir. Also da würde ich sogar... Den hebe ich auf eine Stelle mit dem Gameboy auch 9 von 10 für mich, weil der ist portable. Das ist für zu Hause, macht genau das, was ich will. Ja. Gut qualitativ. Gut Qualität. Retro Gaming, so wie man es haben möchte. Nennen wir es einfach mal Retro Gaming. Finde ich auch gut. Kein Totalausfall. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Echt stabil. Freunde, das waren 8 Retro-Konsolen aus der Hölle. Zweieinhalb davon richtig gut. In Klammern zwei nicht. War, also Browser Game Docking Station nenne ich sie. War ja. Wild. Wilde Erfahrung. Vor allem ist das halt ein krasser Plastikbomber, ne? Die hier, I don't know. Also ja, ist für. Muss für kein Mensch Geld drei für oder ausgeben. Vierjährige. Ich glaube, so von 3 bis 6 ist die brauchbar. Then again, ich würde das einem 3- oder 4-Jährigen nicht in die Hand drücken aufgrund der ganzen Plastik-Weichmacher-Kacke. Ja. Das ist garantiert nicht gut für die. Jetzt nicht so wirklich mit und ohne Kamera. Ja. Die war wild. Ja, da war, die Emulation war echt nicht gut. Der GameStick, Freunde. Der war halt beschissen. Ja, also wirklich viel zu wenig Rechenpower, super heiß geworden. Ich glaube, ich hätte Angst gehabt. Das ist auch das Ding, was dafür gesorgt hat, dass unser Fernseher jetzt knackt. Ja. Schönen Dank. Dann hätten wir dieselbe Software. Auf der möchte gern Switch. Auf der möchte gern Switch Steam Deck. Mit leider schlechtem Bildschirm und absoluter Billo-Plaste-Bomber. Ja, aber Performance war okay. Aber Performance war top, ja. Und dann hatten wir die zwei absoluten Bringer, nämlich der Game Boy, ganz klar. Ja, der Game Boy, Klassiker. Und Sekunde. Der war sehr gut. Den Bro hier. Die zwei unserer absoluten Gewinner hier beim Retro-Konsolentest. Ja, mit Abstand. Ich wüsste aber auch ehrlich gesagt nicht, gibt ja keine offiziellen Produkte bei sowas, ne? Nee. Wenn ihr nochmal Testvideos von uns sehen wollt, ich meine, hier haben wir jetzt ein bisschen Hardware-Technik uns angeschaut. Ihr könnt gerne mal unser XXL-Kaffee-Video, Fertig-Kaffee-Video schauen oder unseren XXL-Schokopudding-Test könnt ihr euch anschauen oder alle anderen, die wir gemacht haben, wir haben Pizza und Energy Drinks und was hast du getan, Flo? Oh nein. Was ist das? Ja, aber ganz ehrlich, das Selbstbauding in Acryl und der Gameboy mit dem OLED-Display, der ist insane. Der ist geil. Top. Ja. Könnt ihr kaufen, Freunde. Ja, nee. Also doch, aber dann müsst ihr die mitgelieferten SD-Karten müsst ihr wegschmeißen. Die müsst ihr entsorgen. Aber ich bin schon von dem Hardware-seitig, von dem Ding bin ich großer Fan. Ja. Macht es gut. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video.